Ja, heute habe ich nochmal Margarete Henze hier, die Filmemacherin, die diesen wunderbaren Film Freistunde Doing Nothing All Day in die Welt gebracht hat. Hier habe ich ihn auch stehen. Sehr zu empfehlen für alle, die sich für eine etwas andere Form von Bildung interessieren. Mit sehr viel Herzblut in die Welt gebracht. Und es gab ja bestimmte Punkte, die dich besonders interessiert haben, die du in die Welt bringen wolltest. Vielleicht magst du ganz kurz noch was dazu sagen. Ja, wenn ich mir vorstelle, irgendwie wie heute Schule funktioniert und das, natürlich gibt es wahnsinnig viel engagierte Lehrer und die tolle Projekte machen und ganz tolle Arbeit machen. Aber wenn ich mir überlege, dass immer noch so viele Schulabbrecher durch das System rasseln und mit einem ganz schlechten Gefühl irgendwie ihre Bildungslaufbahn sozusagen beginnen oder dann beendet haben, wenn sie sozusagen ja die Abschlüsse nicht geschafft haben, sind mehr als 47.000, wurde mal in der Studie pro Jahr. Ja. Und das finde ich ganz furchtbar. Und ja, deshalb habe ich eben überlegt, einen Dokumentarfilm zu machen oder das getan, der inspirieren soll, also Lehrer, Eltern, Schüler vielleicht auch, ja, das Lernen oder die Bildung, die eigene Bildung selbst in die Hand zu nehmen und vor allem ein entspanntes Verhältnis zu der eigenen Bildung zu entwickeln. Also ja, er kann hoffentlich Menschen ermutigen, ihre eigene Bildung, die Verantwortung selbst wieder zu übernehmen und vor allem auch den Eltern zeigen, dass es möglich ist, den Lehrern ja vielfältige Möglichkeiten vorführen, wie man demokratische Strukturen dazu verwenden kann, selbstbestimmte Bildung zu ermöglichen. Ja. Und das nicht nur in privaten Schulen, sondern auch, es ist auch ein Beispiel von der staatlichen Mittelschule mit drin. Ja. Dass Kinder also nicht mit diesem Gefühl von ich kann nichts, ich bin nichts aus der Schulzeit kommen, sondern vielleicht immer mehr Schüler auch die Chancen und Möglichkeiten von Bildung für sich nutzen können, ohne dabei so entmutigt zu werden. Ja, ja, genau. Und wie demokratische Schule funktioniert, wird hier gezeigt. Wie Schüler lernen dürfen, was sie wollen, wann sie wollen und mit wem. Das erklärt der erste Clip. An einer demokratischen Schule lernen alle gemeinsam. Es gibt keine Klassen. Die Kinder lernen jahrgangsgemischt. Die Kleinen lernen von den Großen und umgekehrt. Lernen findet überall statt, drinnen und auch draußen. Zum Unterricht gehen die Schüler nur, wenn sie es wollen. Unterrichtsthemen und Kurse werden von den Schülern selbst vorgeschlagen. Ja, in einem weiteren Clip wird ja auch gezeigt, wie demokratische Schule funktioniert. Was war dir da das Wesentliche? Ja, also die Säulen der demokratischen Schule die Kinder lernen altersgemischt. Das wurde gerade schon erzählt in dem Clip. Die Schule wird organisiert in der Schulversammlung. Jeder hat eine Stimme, Lehrer wie Schüler. Es gibt ganz viele Regeln. Es gibt ganz viele Regeln, die in einem Regelbuch aufgeschrieben werden. Und also das Ganze läuft nicht chaotisch ab, sondern sehr geordnet. Es gibt verschiedene Committees. In der Schulversammlung wird alles besprochen, was in der Schule relevant ist, was den Schülern wichtig ist, was den Lehrern wichtig ist, welche Kurse irgendwie stattfinden sollen und so weiter. Mhm. Und um das alles zu organisieren und die Regeln sozusagen auch
dingfest zu machen, gibt es das sogenannte Justizkomitee oder an manchen Schulen heißt es auch Lösungskomitee oder gibt unterschiedliche Namen. Und es gibt einen Ausschnitt, wie dieses Justizkomitee funktioniert. Das heißt, es gibt die Regeln, es gibt viele Regeln, die aber demokratisch von allen beschlossen werden in der Schulversammlung. Und man hat sozusagen eine Gerichtsbarkeit, ein Rechtssystem. Ein Rechtssystem. Dass man nicht einfach irgendwelche Regeln übertreten kann. Genau. Mhm. Und das zeigen wir jetzt. Für Regelverstöße gibt es das Justiz- oder Lösungskomitee. Wenn ein Konflikt nicht direkt vor Ort gelöst werden kann, wird eine Anzeige geschrieben und dem Komitee vorgelegt. Die Schüler führen die Verhandlung. Ein oder zwei Mitarbeiter sind Beisitzer. Gemeinsam suchen die Schüler nach einer Lösung und entscheiden über eine Konsequenz für das Fehlverhalten. Er hat meine Wasserbombe auf mich geschmissen. Du hast eine Wasserbombe auf mich geschmissen? Ja. Das bei einer Wasserschlacht gar nicht so unnormal ist. Ich habe gar nicht mit ihm gespielt oder sowas. Und da war auch gar keine Wasserschlacht, vielleicht mit jemand anderem oder sowas. Ihr standet alle draußen und habt euch gegenseitig nass gemacht. Nee. Und ich war auch schon pitschnass und du hast mich auch nass gemacht. Okay, und dann? Ja, und dann hat er mich die ganze Zeit beleidigt mit irgendwas und hat mir ins Gesicht gespuckt. Ins Gesicht, ja. Ja, hast du. Du hast mich angespuckt und das reicht schon. Ich hab dir hier hingespuckt und ich hab dich sicher nicht beleidigt. Nein, gar nicht. Und dann kam Niklas und hat gesagt, dass er es richtig scheiße findet, dass er mich anspuckt. Und dann hat Oschi den Niklas auch beleidigt. Und dann hat Niklas ihn auch angezeigt. Und du willst eine Entschuldigung? Ja, die habe ich gerade eben schon im Vorbeigehen sozusagen gerade eben von Oschi gekriegt. Also das ist, fand das einfach nicht schön, wie das gestern gelaufen ist. Eine Woche Schulausschluss? Ja, oder halt irgendeine Konsequenz. Ja, okay. Ich kann nur beschreiben, wie ich die Situation gestern erlebt habe. Soll ich das mal eben mal machen? Ja. Okay, also da waren gestern Wasserschlachten, halt mit den Luftballons und Eimern und so weiter. Und wie das halt immer läuft, ist das halt auch eskaliert. Also dass dann Leute nasser geworden sind, als sie eigentlich werden wollten. Und da gehörte Oschi auch mit dazu. Der hat eine ganze Eimerladung irgendwie abgekriegt dabei und war darüber halt total sauer. Und dann hast du eben angefangen zu beschimpfen und zu sagen, was bist du für ein dummes Arschloch und so. Da hast du dich jetzt entschuldigt. Das ist, finde ich, dann in Ordnung. Ich kann das verstehen, wenn man da so erhitzt ist, dass man dann da sauer ist. Und wenn man sich dann hinterher entschuldigt, finde ich, ist das gut. Aber du, wenn du bespuckt worden bist, dann kann ich das auch verstehen. Ich weiß nicht. Okay. Was machen wir jetzt? Was hättest du gern für eine Strafe? Er sollte sich halt jetzt ernsthaft entschuldigen und wenn er es halt nochmal macht, dann würde ich halt echt eine Strafe haben. Okay. Ja. Also irgendwie, vielleicht müssen wir dazu, ich weiß nicht, vielleicht braucht es doch eine Regel dafür oder sowas, aber wenn man bei einer Wasserschlacht mitmacht, dann wird man halt auch nass. So, weiß nicht. Okay. Ist eigentlich klar. Das wichtigste Organ der demokratischen Schule ist die Schulversammlung. In der Schulversammlung werden alle Entscheidungen gefällt, die den Schulalltag betreffen. Alle Regeln werden abgestimmt und in einem Regelbuch aufgeschrieben. Auf der Agenda stehen Punkte wie Unterrichtsangebote, Exkursionen, Handy- und Computerregeln bis hin zu Budgetfragen. Jeder hat eine Stimme, Schüler wie Lehrer. Ich fuhr zurück nach Deutschland und besuchte die Capriole, eine demokratische Schule in Freiburg. Ich wollte mir die Umsetzung dieser Idee im Schulalltag anschauen. Als ich dort ankam, trommelten die Schüler gerade alle zur Schulversammlung zusammen. Das ist dazu. Okay, ja, dann können wir anfangen. Wir könnten jetzt anfangen. Wollt ihr die Tür kurz zumachen? Okay, ja. Der erste Punkt ist Getränke in Räumen und wie wir damit in Zukunft umgehen wollen. Okay. Es gab mal die Regel, dass man im gelben Raum und ich glaube im grünen Raum auch irgendwie auch Getränke trinken darf. Und das wird jetzt eben unterschiedlich gehandhabt und ist eine Regel, die irgendwie für 3 Monate getestet werden soll.
Und die gibt's irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Also mein Vorschlag wäre jetzt, nicht in den Lernräumen drüben trinken, aber man könnte es halt diskutieren oder ob man sagt, okay, ich glaube, das war irgendeine Regel, dass man warme Getränke ohne Zucker trinken darf. Und es gibt aber auch Lehrer, die dann mit Kaffee mit Zucker in den gelben Raum gehen. Ja, also es ist unklar. Ich finde es so wahnsinnig wichtig, dass wir trinken. Ich würde gerne beantragen, dass wir überall trinken dürfen und gucken, ob das gut klappt, dass das auch wieder weggeräumt wird oder ob es irgendwie nicht gut klappt. Aber ich würde gerne auch jetzt gerade beantragen, dass wir überall trinken dürfen. Es gab mal die Ausnahme für Theater, dass die hier was trinken dürfen, aber ich weiß nicht, ob das hier so gut passt, wenn dann irgendwie dann hier 5 Leute rumtoben und dann nochmal 3 Leute mit ihr Getränk hier sind oder so und dann am Ende dann alles verschüttet wird oder so. Ich weiß nicht. Also bei Theater, finde ich, kann man schon eine Ausnahme machen. Aber beim Rumtoben, wie der Pascal auch gesagt hat, finde ich nicht, weil es kann immer mal sein, dass man einen Purzelbaum macht und dann fällt das Glas runter oder so. Aber bei Theater finde ich jetzt schon irgendwie, weil da ist man auch voll, hat man auch ganz oft voll Durst und so und will halt nicht immer rausrennen. Wenn wir jetzt innerhalb der nächsten Zeit überhaupt die großen Überschwemmungen und die Zuckerklebeflecken am Boden haben, dann beschließen wir mit Sicherheit, dass man nicht mehr trinken darf. Ich glaube, es regelt sich von selber. Ich würde es, glaube ich, jetzt einfach abstimmen. Wer dafür ist, dass überall Getränke erlaubt sind und wer dafür ist, dass es irgendeine bestimmte Extra-Regelung gibt. Ja. Okay, wer ist dafür, dass man überall trinken darf? Du hast ja auch noch ein Beispiel aus einer staatlichen Schule gefilmt. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Ja, genau. Das ist eine Lehrerin, die eben schon seit vielen Jahren den Klassenrat in ihren Klassen etabliert hat als demokratisches Gremium. Und da habe ich jetzt eben auch noch einen Ausschnitt. Hiermit beginne ich den Klassenrat. Wer will Protokollführer werden? Wer will Aufrufer werden? Beobachter? Vorleser? Zeitwächter? Zweiter Vorleser? Protokollant? Protokollant. Ich kritisiere manche Türken, weil sie Deutsche beleidigen, Alex Philipp. Also ich will dazu sagen, dass Ömer oder so oder Selçuk sagen, so manche, also irgendwelche sagen manchmal so scheiß Deutsch und das finde ich halt nicht okay, weil ihr seid ja auch in unserem Land. Ich meine es eigentlich auf die Person wütend, nicht auf das Land. Die sind manchmal komisch, die mögen uns Türken auch nicht so sehr, aber ja, was sollen wir machen? Ich habe jetzt eigentlich nur von Sabri oder immer gehört, deutsche Kartoffel, sonst eigentlich nichts. Was ich auch sagen wollte, wir können überhaupt froh sein, dass wir hier überhaupt leben dürfen. Also, ich kenne schon viele Deutsche und ich bin ja auch Türkin. Also, ich kenne viele Deutsche, die immer halt Türken beleidigen und so. Und deswegen raste ich auch manchmal aus. Ja, halt. Und dann sage ich halt ihr auch scheiß Deutsche und so. Ja, aber das wäre ja das Gleiche, wenn man sagen würde, ja, scheiß Türken oder so. Das wäre genau das Gleiche. Und ich meine, ihr würdet euch ja dann jetzt auch nicht so super gut fühlen. Und das ist halt nun mal so. Ihr seid eigentlich auch zu Gast und man hat sich auch ein bisschen zu benehmen. Also Jasmin, zu Gast ist, glaube ich, der falsche Ausdruck, denn die Schüler in unserer Klasse sind ja hier nicht zu Gast, so wie du als Tourist in Italien bist, sondern die leben ja hier. Die sind ja einfach Teil unserer Gesellschaft. Also Gast ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Aber ich finde, der Ömer hat das schon sehr gut getroffen vorher. Man sagt es, wenn man auf jemand sauer ist. Nur ich frage mich immer, hat es wirklich dann damit zu tun, dass der Türke oder Deutsche ist? Oder hat es damit zu tun,
dass man die Person nicht mag, würde man dann nicht lieber sagen, Alex, ich finde dich doof, als zu sagen, du Deutscher bist doof, weil das, der Alex ist vielleicht in dem Moment doof, aber nicht, weil er Deutscher ist, sondern weil er der Alex ist, denke ich. Was ich auch eine sehr wichtige Struktur finde, ist, dass ich als Lehrerin nicht mehr die Lehrerin bin, sondern ein Mitglied des Klassenrats. Ich habe auch nur eine Stimme, wenn Dinge abgestimmt werden. Und auch, dass es zum Beispiel so wichtig ist, Beschlüsse aufzuschreiben, damit man auch sehen kann, wird das, was man beschlossen hat, auch wirklich umgesetzt. Also immer zu Beginn des Klassenrats werden die Beschlüsse vom letzten Mal vorgelesen. Und damit verliert es so eine Beliebigkeit, sondern es ist festgelegt. Und wenn ein Beschluss nicht umgesetzt wurde, dann wird er eben nochmal ins Protokoll geschrieben, so lange, bis das wirklich klappt. Und das ist eine Struktur, die Dinge verändert ohne Strafen, sondern wirklich durch Reden. Hiermit beende ich den Klassenrat. Ja, das waren, denke ich mir, sehr aufschlussreiche Beispiele, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie sowas funktionieren kann. Und ich hoffe, dass sich viele davon angesprochen fühlen. Man kann den wunderbaren Film natürlich auch beziehen. Man kann ihn, glaube ich, über Vimeo oder Vimeo, wie man das so ausspricht, bestellen oder beziehen. Man kann ihn auch auf deiner Website freistunde-film.de beziehen und kann noch Informationen dazu auf der Website erhalten. Und sich vielleicht auch noch, wenn man mehr wissen möchte, an dich wenden, was immer der richtige Weg für die Einzelnen ist. Ich wünsche einfach viel Mut zum Ausprobieren dieser Strukturen und Inspiration durch diesen Film.